Also kurz gesagt, suchen wir nach Mustern der Variabilität, Mustern in Änderungen. Was sind die Gesetzmäßigkeiten der Physik, die bestimmen, wie schnell sich das Klima ändert und wo? Außenpolitik heißt normalerweise, Regierungen entscheiden in internationalen Organisationen oder bilateral. Aber wir merken irgendwie, die Bevölkerung wird unzufriedener mit den Entscheidungen. Und meine Arbeit überlegt, ist es denn möglich, eine parlamentarische Außenpolitik zu betreiben, also Alternativen in einem Raum, in dem diskutiert wird, zu präsentieren und auch abzuwägen, was wollen wir als Außenpolitik? Meine Arbeit beschäftigt sich in erster Linie mit der Transferierung von künstlichen Ideen und Wissenschaft durch die Vermittlung der Jesuiten in Peking des 17. 18. Jahrhunderts. So my work is about to find out the reason why we lost our brain cells in neurodegenerative disease like stroke and Alzheimer's. And we found the mechanism and we developed drugs to treat those diseases. Ich habe untersucht, wie sich eine Agrarregion in Australien durch massive Umweltprobleme verändert, nämlich Bodenversalzung. Ich habe untersucht, was Menschen für eine Problemwahrnehmung haben, was sie für Probleme haben, wie sich ihr Leben ändert, wie sie sich organisieren. In meiner Arbeit geht es um nachhaltige Materialien für Lithium-Ionen-Batterien. Und zwar einmal an sich, das Material nachhaltiger zu machen, aber auch die Herstellung der Batterie. Da geht es vor allem darum, giftige Materialien zu vermeiden und solche, die schwierig zu recyceln sind und die dann durch Wasser als ideal sauberes Lösungsmittel zu ersetzen und Biomaterialien, die in der Herstellung eingesetzt werden können. Die Heidelberger Akademie der Wissenschaften ist die Landesakademie des Landes Baden-Württemberg. Wir bringen hier Forscherinnen und Forscher aus den großen Universitäten und Forschungseinrichtungen zusammen. Und unsere Kernmarke, unser Auftrag, ist das Gespräch zwischen den verschiedenen Wissenschaftskulturen. Mein Name ist Bernd Schneidmüller. Ich bin Präsident der Heidelberger Akademie der Wissenschaften. Wir haben Datensynthesen genutzt mit Statistik, um Klimavariabilität in der Vergangenheit zu quantifizieren, also in Zahlen auszudrücken. Und wie sich das geändert hat aus der Kaltzeit, also als es große Eispanzer gab, 3 bis 8 Grad kälter auf der Erde, 120 Meter niedrigerer Meeresspiegel. Also diese Änderung von dieser Kaltzeit in die Warmzeit, die haben wir zum ersten Mal quantifiziert, die Auswirkungen für die Klimavariabilität, dass die abgenommen haben. Mein Name ist Kira Rehfeld. Ich bin Emmy Noether Nachwuchsgruppenleiterin am Institut für Umweltphysik in Heidelberg. Also der Ausgangspunkt in meiner Arbeit ist, dass die aktuelle Jesuitenforschung neu durch eine global, also transkulturell globale Perspektive neu zu überdenken. Alle Kenntnisse, die wir bisher gewonnen haben, seit der Zeit der Jakob Burckhardt und Heinrich Wöfling, neu durch die Kunst und Erben der Jesuiten in anderen Weltteilen, zum Beispiel in Ostasien und Südamerika, neu zu überdenken. Ja. Und alle Forschungsergebnisse sind bisher ja in klein verhaftet. Und jetzt durch diese Arbeit können wir auf einer Globalebene das Jesuitenerbe sozusagen erneut zu überdenken. Mein Name ist Lemming Wang. Ich bin Kunsthistoriker. Derzeit unterrichte ich Kunstgeschichte Ostasiens an der Universität Heidelberg. Was man an meiner Untersuchung sehr gut sieht, ist, dass es immer ein ganz enges Zusammenspiel von menschlicher Gesellschaft und ihrer natürlichen Umwelt gibt. Also ich würde sogar so weit gehen zu sagen, man kriegt diese beiden gar nicht auseinander. Und in so einem Extremfall, also wenn es so ein massives Umweltproblem gibt, dann sieht man das besonders deutlich. Also dass alles, was in unseren Gesellschaften passiert, immer mit natürlichen Prozessen und mit Umweltveränderungen verschaltet ist. Es geht gar nicht anders. Mein Name ist Daniel Rothenburg. Ich bin Historiker an der Universität Tübingen. Standort Baden-Württemberg bedeutet eben auch Wissenschaftsstandort. Und folglich haben wir als Förderverein ein großes Interesse daran, dass der wissenschaftliche Nachwuchs durch unter anderem Preise gefördert wird. Mein Name ist Arndt Overlack. Ich bin Vorsitzender des Vorstands
des Fördervereins der Heidelberger Akademie der Wissenschaften. 7-mal haben uns Mäzene viel Geld anvertraut, damit wir dieses Geld als Preise an junge Leute weitergeben. Naja, ich habe mich sehr gefreut, den Preis zu bekommen für eine Arbeit, die vielleicht auf den ersten Blick sehr unspektakulär ist, aber eben ja, über die Jahre und Monate hinweg des trockenen Arbeitens dann zu quantitativen Aussagen zum Klima geführt hat und eben zu ja, für die zukunftsweisenden Arbeitsmethoden. Mir bedeutet diese Auszeichnung eine Bestätigung. Also ich habe den Eindruck, ich habe eine gute wissenschaftliche Leistung erbracht, aber ich habe auch eine wissenschaftliche Leistung erbracht, die für die Gesellschaft relevant ist. Dieser Preis für mich ist sehr bedeutungsvoll, weil ich vor allem hier sehr lange studiert und geforscht habe. Und meine Arbeit beschäftigt sich mit den transkulturellen Fragen. Und Heidelberg, wie Sie vielleicht auch wissen, ist ein Zentrum für transkulturelle Studien. Durch die Gewinn dieses Preises wird ein sehr wichtiges Fundament gelegt für meine künftige Forschung und Karriere. Die Bedeutung für mich ist einmal, dass es mir einfach ungemein Spaß macht, die Arbeit. Aber ganz klar auch die Relevanz für die Gesellschaft und die nachhaltige Entwicklung unserer Gesellschaft und die große Reichweite, die ich mit der Arbeit und der Forschung habe. Ich bin Matthias Künzel und ich arbeite als Postdoc am Helmholtz-Institut in Ulm und forsche an Lithium-Ionen-Batterien. Winning Karl von Heidelberg Prize means a lot to me, not only to confirm the contribution of my work to the science community, but also play an important character in my future career. Hello, my name is Jing Yan. I'm a doctor in biology and I work in the neurobiology lab at Universität Heidelberg. Ich war natürlich hoch erfreut und als ich dann reflektiert habe, was das eigentlich bedeutet, war mir recht schnell klar, wenn man überhaupt von einer Leistung von mir sprechen will, dann ist es doch die, dass die Heidelberger Akademie mit ihren vielen Wissenschaftsrichtungen Arbeiten auszeichnet, die was wahrscheinlich es geschafft haben zu kommunizieren, gesellschaftlich relevant zu sein. Und diese Relevanz und diese Wertschätzung auch meiner Arbeit, das freut mich wirklich unglaublich und das ist auch das, was es mir bedeutet. Thomas Marlang, Politikwissenschaftler, Emmy Noether, Forschungsgruppenleiter in Konstanz.